So, und damit willkommen zurück bei Planet Nomads. Ich habe mal ein paar Stunden, wie schon mal angekündigt, das einfach mal laufen lassen, aber ja, es ist immer noch nichts passiert hier. Ich werde jetzt noch zwei Sachen mal in Angriff nehmen. Und zwar ist da in die Richtung eine Abschussstelle, wie man oben auf dem Radar sieht, so in 1 Kilometer, und hier ist irgendwie noch wrackmäßig was zu holen. Die werde ich mal noch holen. Da werde ich mal hingehen. Und ich habe noch eine Sache entdeckt jetzt so in diesem, ne, weil ich ja doch dann immer mal wenigstens Essen holen war und so weiter. Wo ist denn die Sonne eigentlich hin? Wo ist denn der Sonnenstand da? Und zwar kann ich ja hier. Moment. Schweben! Und dann kann man sich hier vor und zurück und rechts und links und runter und hoch. Bis eben, jedenfalls, solange der Akku mitmacht. Das ist schon ganz nett. Das vereinfacht vieles. So, zumindestens, weil ja die Sonne schon relativ weit ist, soweit ich das jetzt gesehen habe, da, und da drüben geht sie ja dann schon unter, werde ich mich mal fix hier zu dem da drüben machen. Und ihr seht, man kann so etappenweise zumindestens, kann man relativ schnell sich vorwärts bewegen. Das geht dann schon ganz gut. Also so muss ich sagen, finde ich es gar nicht mal mehr so krass. So, und solange man nur so schwebt, passiert einem auch nichts. Also verliert man nur ganz wenig Batterien. Sind da das? Ja, ein bisschen. Okay. Also kann man schon ein bisschen was mitmachen, denke ich. So schaffen wir zumindest schon mal den halben See. Und dann, ja gut, das ist halt so, da müssen wir halt ein bisschen schwimmen. Und dann können wir, zumindest kann man immer so ein bisschen etappenweise sich fortbewegen. Ja, genau, oder vor Bienen flüchten. Okay. Gut, das Wrack ist schon gar nicht mehr so weit weg. Muss noch ein paar hundert Meter, dann machen wir das mal schnell. Bei dem war ich, glaube ich, noch gar nicht. Haben wir auch jede Menge Ressourcen auf der Ecke und jede Menge Bienen, die einem wieder unangenehm werden können. Okay. Hier sind bloß ein paar kleine Wrackteile. Ist jetzt nicht. Okay. Ja, gut. Okay. Ja, das nehmen wir halt einfach mit und gut ist. Sind ein paar Ressourcen. Hier ist aber nichts zu holen. Ist da vorne noch was? Ne, es ist nur Erz, okay. Da ist noch eine Kiste. Okay. Und was haben wir hier noch drinne? Hier haben wir die Kollegen wieder. Okay, da können wir noch mal reingucken und ein paar Kristalle. Nightfall. I can do something is sniffing around. Big, bla bla, dies, das. Ja, liest einfach selber. I have waters, some dried fruit. I'm getting hungry. Okay. Okay.
So, ein. Eins haben wir noch. Okay. Datapad, dies, das. Na, 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 na. Okay, okay. La, 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 la. For comfort. In this all to come in for comfort. A team of elite society, 100,000 people in stasis on a massive colonization ship. Okay. That suddenly changed. Bla bla. Dies das. Okay. Good. Okay. Drüben haben wir noch ein bisschen Crystal. Ach, das ist Eisen. Was kann man denn damit machen? Was ist denn das eigentlich? Purer Kristall, okay. So, und da es dann jetzt auch langsam erstmal wieder dunkel wird, gehe ich wieder zurück. Wir können ja nochmal hier drüben. In der richtigen. Ich muss in die andere Richtung. Welche Richtung ist denn jetzt meine Kapsel, verdammte? Ach, die ist wieder da hinter dem. Dahinter versteckt, alles klar. Ich verstehe. Da sind Bienen, die wollen wir jetzt nicht. So, die Richtung einschlagen und dann sind wir auf jeden Fall schon mal auf dem richtigen Weg. Nutrition level critically low. Ja, ich bin auf dem Heimweg. Da haben wir nochmal die Kollegen, da können wir gleich nochmal, aber da ist ein Bulle dabei. Und das hoch. Dann nehmen wir mal die hier drüben erstmal. So, naja, da haben wir doch schon wieder die Heimat im Visier. Ganz schaffen wir es nicht, das ist klar. Aber wir fallen ja weich. Und ich glaube, schwimmen technisch sind wir so langsam auch nicht. Also insofern. Geht das ganz gut. Okay. Die Sonne geht langsam unter, wie? Das schaffe ich noch. Aber gerade so. Der Akku lädt sich schon ziemlich schnell auf, muss man mal sagen. Das ist schon nicht so schlecht. Kommt mal zügig voran mit, wenn man es richtig. Okay. Gut. Nutrition level dropping. Nehmen wir noch mal ein bisschen was zu essen und zu trinken zu und dann machen wir gleich ein Nickerchen und schauen mal, dass wir dann noch
Genau, das andere Wrack ist jetzt verschwunden. Jetzt ist im Grunde nur noch das da drüben in 1 Kilometer Entfernung da. Ja, gucken wir mal da noch mal rein und dann, das machen wir dann, wenn wir nächsten Morgen jetzt, dann gehen wir da schnurstracks hin und alles schön. Und dann können wir mal gucken, was da noch drin ist. Vielleicht müssen wir auch einfach diese Datapads alle, ne, also dass wir uns quasi erstmal um die ganzen Wracks kümmern müssen. Und wenn wir die ganzen Datapads eingesammelt haben und die gelesen haben, vielleicht geht es dann weiter. Ne, weil wir dann Infos haben, wie man eben was macht, sozusagen. So, ja. Okay, gut. Ab ins Nest quasi. You are well rested. So. Und wir machen direkt los. Wir überlegen jetzt nicht lange. Es ist jetzt quasi noch ein Versuch, sag ich mal, hier irgendwie ein bisschen voranzukommen mit Bauplänen. Ansonsten muss ich langsam sagen, ja, werde ich wahrscheinlich dann erstmal nicht weitermachen. Weil das kann sich jetzt hier auch noch um, weiß ich nicht, noch 25 Stunden Spielzeit handeln, bis ich hier irgendwas krieg. Dann muss ich sagen, dann ist mir das einfach auch viel zu lange. Ne, es ist für die Spielzeit, die ich jetzt schon, ne, gespielt habe, ist es einfach zu lange, bis man mit weiterem Stuff versorgt wird, sozusagen. Es ist einfach viel zu lange mit zu wenig Zeug, was man machen kann. Und dann, wie gesagt, es ist jetzt noch eine Vermutung, dass ich alle Wracks und alle Datapads quasi gelesen haben muss. Ne, das ist jetzt noch eine Vermutung, wo ich sage, okay, das wäre jetzt noch eine logische Schlussfolgerung, wo ich sage, okay, bevor ich die nicht gemacht habe, kriege ich nicht mehr. Es steht leider auch nirgendwo im Netz. Also ich habe keine Ahnung. Das ist wie gesagt nur eine Vermutung. Ja, mehr halt auch nicht. Es ist und bleibt eine Vermutung. So, und es wäre schön, wenn sich diese Vermutung bewahrheiten würde. Ne? Also wenn ich jetzt wirklich dann endlich mal mehr machen könnte als das, was ich im Moment machen kann. Ansonsten, ja, wenn nicht, dann schade. Dann einfach schade. Denn dann muss ich sagen, dann ist mir das zu wenig, dann macht es mir, dann strapaziert es im Moment zu sehr meine Geduld und dauert mir viel zu lange, bis man in der Lage ist, mehr zu machen. Das ist einfach so. Dafür, dass ich hier, sagen wir mal, hier eine fortschrittliche Spezies bin. Wahrscheinlich Mensch, aber ne, ja, ne, wir sind ja hier doch ein bisschen in der Technologie weit voraus. Und dass ich, nur weil ich hier abgestürzt bin, jetzt nur in Anführungsstrichen, sage ich mal, ein paar Ressourcen sammeln kann und einfach nur ein paar Häuser, leere Häuser bauen kann, ja, also am Ende ein paar Bunker hinbauen kann, mit denen ich aber, wie gesagt, die nicht wirklich sinnvoll sind, weil ich nichts reinstellen kann. Ich habe nichts zum Reinstellen. Ich habe nur das leere Gebäude. Das ist doch bescheuert. Es dauert zu lange. Dauert wirklich zu lange, viel zu lange. Also insofern hoffe ich, dass ich jetzt hier noch mal in irgendeiner Form fündig werde, dass das jetzt noch mal irgendwas bringt,
Weil ich glaube, das ist die Absturzstelle, wo wir letztens nicht alles mitnehmen konnten. Glaube ich. Wo jetzt nur noch diese komische Schüssel da steht. Naja. Genau. Es steht im Grunde nur noch diese Schüssel da und mehr ist hier eigentlich auch nicht mehr zu holen. Ja, okay. Das ist ja alles gut und schön, aber die ist halt auch nicht mit Strom versorgt. Die kann ich hier nur abbauen. Hier gibt es nichts, wo ich die mit Strom versorgen kann, weil ich kann hier keinen Stromgenerator hinstellen, weil ich es nicht kann. Also, ja. Gut, dann bauen wir die, reißen wir die jetzt ein und fertig. Und mehr. Mehr weiß ich jetzt nicht. Drüben sagt er mir noch irgendwas. Ach, hier ist dieses Teil noch. Okay. Zack. So. Damit ist die Absturzstelle jetzt auch weg. Wir sind hier in einer Region, wo wir jetzt relativ viele Ressourcen noch haben. Okay. Ja. Könnte man jetzt auch machen, aber wie gesagt, ich bin jetzt immer noch nicht. Es ist immer noch nicht so, dass ich sage, es hat irgendeinen Sinn. Für mich gerade im Moment. Weil ich kann mit den Ressourcen nichts anfangen. Ich kann die abbauen, alle lagern. Ich kann meine ganzen Schränke vollhauen. Aber ich. Außer eben Eisen und Häuser draus machen. Ist im Moment nichts weiter drinne und das finde ich wirklich langsam schade. Und das ist ja theoretisch, ich habe es ja, glaube ich, lass mich lügen, irgendwie 5 Stunden jetzt einfach mal nur laufen lassen, das Spiel, ne? Einfach um Spielzeit zu generieren, quasi. Habe immer mal aufgepasst, habe maximal ein bisschen Essen geholt und mein Charakter, ne, sagen wir mal, auf Level gehalten. Mehr habe ich nicht gemacht. Zwischendurch und nebenbei. So, das heißt, wir haben jetzt locker 20 Stunden Spielzeit weg. Und wir können immer noch nicht mehr als nur Ressourcen sammeln und Häuser bauen. Das ist zu wenig. Das ist wirklich viel zu wenig, was ich hier machen kann. Ganz ehrlich. Vielleicht übersehe ich auch irgendwas. Das kann, will ich nicht bestreiten. Möglich. Dass ich irgendwas übersehen habe, was ich noch machen muss, damit ich das bekomme. Ich weiß es nicht. Aber jetzt muss ich sagen, ist es langsam. Ja, es ist einfach zu lange. Es ist zu lange, zu wenig. Man kriegt, ne, man hat kein Belohnungsfeeling mehr, ne. Man hat nicht das Gefühl, dass man irgendwie vorankommt. Ganz im Gegenteil, ich habe ja hier das Gefühl, dass ich auf der Stelle trete dadurch eher, ne. Also einfach nicht, kein bisschen vorankomme. Weil ich eben immer noch nur das machen kann und nicht mehr. Das ist schon. Oh, ich sehe das Artefakt von hier. Da hinten. Okay. Interessant. Also dieses außerirdische Artefakt da. Ja. Wie gesagt, jetzt. Okay, das ist jetzt mal nochmal eine halbe Stunde jetzt gewesen. Das ist nochmal eine Aufnahme gewesen, weil ich gesagt habe, okay, das eine versuche ich jetzt nochmal. Jetzt habe ich nochmal 2 Sachen versucht. Jetzt habe ich Zeit gewinnen versucht, also Spielzeit generieren versucht. Ne? Habe jetzt die Wracks, die mir angezeigt wurden, habe ich soweit. Ne? Nur das eine Wrack da oben, okay, wo das A steht, das habe ich jetzt nicht. Ja, gut. Das hatte ich ja eher aus dem Reservegedanken heraus gelassen, weil ich dachte, gut, okay,
Da hätte man zumindest einen 3D-Drucker, der mit dem man ein bisschen mehr machen können. Ne? Einfach in der Hinterhand, dass man, wenn wir da was draus brauchen, was wir mit unserem Behelfs-3D-Drucker nicht machen können, ja gut, dann können wir das damit machen. Okay. Aber irgendwie, ja, jetzt stehe ich nach 20 Stunden Spielzeit immer noch da und kann, hab wirklich nur Stuff, ich hab keine Technik, nichts Technisches, wirklich gar nichts Technisches. Und das ist einfach viel zu wenig. Das ist viel zu wenig, das ist viel zu lange hingehalten, also den Spieler viel zu lange hingehalten. Ja, also man, wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich trete hier auf der Stelle, komme nicht voran, kann nur sinnlos im Grunde im Moment Ressourcen sammeln, sinnlos Häuser bauen. Das treibt einen jetzt nicht gerade an. Und das treibt einen leider auch nicht gerade an, dieses Spiel weiterzuspielen. Es tut mir leid. Als ich die Early Access damals gespielt habe, hatte ich jetzt, wie gesagt, schon wesentlich mehr Technik zur Verfügung, die mich am Laufen gehalten hat einfach. Ne? Damit konnte ich schon Dinge tun, damit konnte ich Wasser aufbereiten etc. Das habe ich ja schon erzählt. Aber jetzt hier so, ist es ein bisschen schade. Ist es ein bisschen schade. Ja, es ist der Survival-Modus, das ist der Überlebensmodus. Aber selbst dafür ist es zu wenig. Selbst da dauert es zu lange. Das haut trotzdem nicht hin. Ich müsste ja jetzt trotzdem wenigstens in der Lage sein, so gewisse einen etwas größeren 3D-Drucker, wenigstens den Biomasse-Generator hinstellen, ne? Dass man mit Biomasse Strom erzeugen kann. Das sind, sagen wir mal, ganz einfache Gerätschaften, die schon ein bisschen, ne, mit denen man schon ein bisschen vorankommt, mit denen man schon die einen oder anderen Technikgas betreiben kann und. Aber, ja, wenn es das ist, dann ist das, dann, also, oder, ich weiß nicht, ob das Survival sich darauf beschränkt, ne? Also, dass man eben keine Hilfstechniken kriegt, aber dann ist es zu wenig. Weil dann ist es einfach nur stumpf Ressourcen sammeln, Nahrung sammeln, ja, und überleben. Das ist zu wenig. Das macht keinen Sinn. Das kann ich noch stundenlang so betreiben, natürlich, aber es macht einfach keinen Spaß dann mehr. Weil es, wie gesagt, das ist einfach zu wenig, das haut nicht hin. Das passt nicht mehr. Das passt einfach nicht. Gut, so das leicht ernüchternde Fazit jetzt gerade. Was ich natürlich jetzt nochmal versuchen kann und machen kann, ist nochmal einen anderen Modus starten. Es gibt ja noch das wäre vielleicht nochmal eine Überlegung, nochmal mit einem anderen Modus zu starten. Wir gehen mal hier ins Hauptmenü. So, und haben hier ist quasi das, ja, Free Roam. Ist quasi das gleiche wie Survival und oder Überlebensmodus. Aber wir haben keinen Hunger mehr und keinen Durst. Okay. Wenn ich mir das jetzt überlege, dass ich jetzt auch hier anfange und nochmal 20 Stunden mache, ja, und am Ende nur es noch weniger ist, quasi. Also dann hätte ich, wenn es das gleiche ist, hätte ich theoretisch nur Ressourcen sammeln, Häuser bauen. Und das selbst nach 20 Stunden Spielzeit immer noch. Finde ich ehrlich gesagt viel zu wenig. Finde ich viel, viel zu wenig. So. Oder wir können nochmal einen Kreativmodus und dann
Und dann lebe ich mich einfach bauentechnisch mal richtig aus. Das wäre vielleicht noch mal eine Maßnahme, wo ich jetzt sage, gut, okay, dann baut mal jetzt einfach. Dann baut mal jetzt einfach, da kann ich mal mich bauentechnisch mit den Fahrzeugen, ne, kann ich mal so ein paar Fahrzeuge bauen, dann kann ich mal so ein großes Schiff bauen, was man jetzt hier gerade sieht. Da hätte ich alle Ressourcen zur Verfügung. Auf die Art halt. Ja, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, ich mache erstmal Schluss. Überleg mir das nochmal, ob ich jetzt dem Ganzen nochmal eine Chance gebe. Also entweder es kommen jetzt nochmal ein paar Folgen, oder ich treibe das nochmal zeitlich nochmal ein bisschen voran, versuche nochmal ein bisschen Zeit zu generieren und hoffe, dass dann nur was kommt nach, weiß ich nicht, 25 Stunden Spielzeit. Aber ganz ehrlich, es wäre viel, viel, viel zu lang. Das ist den Spieler viel zu lange, denn es geht bei dem Spiel auch darum, diese technischen Dinge, ne, man wird ja hier schon, ne, im Startbildschirm, im Hauptbildschirm, im Hauptmenü wird man ja schon quasi ein bisschen angefixt, wird ja schon heiß gemacht. Man sieht hier Fahrzeuge, man sieht hier so eine Achterbahn. Deswegen bin ich ja auch darauf gekommen. Das ist ja nicht meine Idee, natürlich nicht. Aber ganz ehrlich, das will ich haben, das will ich bauen. Und wenn ich nach 20 Stunden Spielzeit das immer noch nicht machen kann, womit ich hier angestachelt werde, dann tut's mir leid, dann dauert das einfach viel zu lange, weil das mir natürlich auch im Überleben hilft, ne, wenn ich diese Dinge bauen kann. Okay, gut. Genug geschwafelt, lange Rede, gar keinen Sinn, wir wissen Bescheid. Danke fürs Zugucken, danke fürs Interesse an diesem Let's Play und ja, danke fürs Zugucken. Ciao.